So, die Pferde kommen jetzt heran für das fünfte Rennen. Und der Start ist frei, das ist auch sehr gut gelungen. Hier kamen alle wirklich sehr gut ins Rennen. Kampf um die Spitze. Adao geht nach vorn gemeinsam mit innen davon Schelke, dann Jokerholic. Weiter außen die Farben von Tresoli gut auszumachen, dahinter Palace King. Vorbei geht's unter ihrem Applaus vor der historischen Dresdner Tribüne. Mit Vorteil von Tresoli. Dann geht es innen weiter, davor jetzt noch Schelket vor Tresoli, dann Jokerholic. Adao ist der Nächste. Dann sieht man die Farben von Palace King, dann Fermentino, Tigerin. Und ganz hinten erkennt man Vamera. Die Pferde jetzt im Scheitelpunkt des Dresdner Stadtbogens. Mit Vorteil von Schelke zeigt den Weg, führt mit zwei Längen vor Tresoli. Dann Jokerholic auf der inneren Bahn, an den Rails galoppierend. Dann geht es weiter mit Adao vor Palace King, dann Fermentino, dann Tigerin, dann The Tiger, dann Chancy, Trespest und schließlich Vamera hinten. Die meisten steuern hier ganz außen, nehmen das Rennen ganz außen auf, vorn alle schwer auszumachen, Shelkit mit dabei. Innen jetzt ein Vorstoß. Wer ist das? Jokerholic. Das ist jetzt im Augenblick schwer zu kommentieren. Chancy hat sich auch für die Innenseite entschieden, jedenfalls der Reiter. Dann Adao dabei, Tresoli dabei und gleich erreichen die Pferde auch den Dobritzer Bogen. Mit dem Kommando Adao gemeinsam mit Shelkit, dann Palace King macht Boden gut, vieles hier Tresoli, dann The Tiger. Vamera konnte sehr viel Boden gut machen und vorn nach wie vor Shelkit mit außen Palace King. Dann geht es innen weiter mit Adao, dann Vamera gut gehen, Tresoli ebenfalls dabei, Trespest und der Rest angeführt von Fermentino. Shelkit mit außen davon, Palace King, Tresoli drittes Pferd. Das sind die Vorderen vor Vamera. Die fährt er jetzt gleich in der Geraden. Jetzt noch bis zur Linie 400 Meter. Palace King geht nach vorn, reicht's heute. Shelkit erstmal auf Platz 2 aus, man war außen. Palace King mit Nikolai Letzi mit 5 Kilo Erlaubnis. Aber Shelkit bleibt dran, dann Tresoli drittes Pferd. Dann Fermentino und dann kommt auch Tigerin ins Geschehen. Aber vorn scheint alles entschieden zugunsten der einen, zugunsten von Palace King. Aber Shelkit wehrt sich nochmal und kommt auch wieder. Von der Zweikampf, Palace King. Palace King ist gleich im siegreichen Hafen. Palace King gewinnt das Rennen vor Schelke, dann Fermentino, dann wahrscheinlich Tigerin knapp vor der Stallgefährtin. Tresoli, viel Luft dann zu The Tiger. Die nächsten dann Vamera, dann schließlich Adao, Trespest, dann Jokerholic und schließlich auch Chancy. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Ergebnis vorläufig für Rennen 5, Preis der Mitglieder des DRV 1890 e.V., ein Ausgleich 4 über 2200 Meter. Es gewinnt die 1, Palace King, der Siegreiter Nikola Zecchi. Zweites Pferd, die Nummer 2, Shelkit, auf dem dritten Platz die 10, Fermentino. Noch einmal die ersten drei unter Vorbehalt für unsere fünfte Prüfung. Es gewinnt die 1 Palace King vor der 2 Shelkit und der 10 Fermentino. Nach dem zweiten Platz zuletzt in Hannover, heute also ein voller Erfolg für Palace King. Hier trainiert.